Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Serie Angreifen mit dem Belgrader Gambit, Teil 2. Das Belgrader Gambit entsteht nach den folgenden Zügen. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Springer C3, Springer F6, D4, E schlicht D4, Springer D5. Das ist die Grundstellung. Im ersten Teil hatte ich den gierigen Zug Springer schlicht E4 analysiert und die Partie zwischen Johnny Hector und Liam Vrolik gezeigt. Springer E4 ist spielbar, aber sehr, sehr riskant. Könnt ihr euch gerne anschauen, nochmal das Video. Aber auf Lichess Springer E4 der häufigste Zug. Heute schauen wir uns eine Partie an. Die hat es wirklich in sich. Tolle Varianten, ziemlich chaotisch auch. Und zwar aus dem Jahr 2021 vom German Masters der Damen zwischen Carmen Wojko-Jagodzinski und Hanna Marie Kleck. Schwarz spielte hier Springer B4. Das ist ein theoretisch bekannter Zug. Allerdings so ein bisschen fortgeschrittenes Niveau, Profiniveau, weil man den Zug, wenn man die Variante zum ersten Mal sieht, wohl kaum spielen würde. Ne? Springer B4 zieht ja schon wieder einen Springer, aber Schwarz attackiert halt den Springer auf D5. Ein zweites Mal. Auf Lichess ist es die erst siebte von 8 relativ regelmäßig gespielten Optionen hier in dieser Stellung. So, Springer B4. Was machen wir hier mit Weiß? Ganz einfach, weiterentwickeln. Läufer C4, Läufer raus, kurze Rochade vorbereiten. Das hier ist allerdings schon alles nicht so häufig gespielt. Und derjenige, der sich wirklich hier auskennt, hat auf jeden Fall einen Wissensvorteil, der dazu führt, dass man auch wirklich gute praktische Möglichkeiten erhält. Springer B schlicht D5. Schwarz tauscht natürlich den Springer, deswegen hat er den Springer nach B4 gezogen. E schlicht D5. Natürlich nehmen wir mit E-Bauern, mit nicht zu viel tauschen. Wir haben ja einen Bauern geopfert. Wir wollen nicht zu viel tauschen. Hier wird fast immer Läufer B4 gespielt. Schach. Das sieht ja auch sehr logisch aus. Ne? Läufer entwickeln mit Tempo und die kurze Rochade vorbereiten. Es gibt hier noch den Zug Dame E7 Schach, der hin und wieder gespielt wird. Und hier kommt ein ganz wichtiges Motiv im Belgrader Gambit. Wir tauschen jetzt nicht die Damen, sondern ziehen den König nach F1. Also nicht Dame E2 oder Läufer E2 oder sowas. Nee, König F1 und danach schlagen wir halt hier den Bauern auf D4. Okay, Läufer B4 Schach. Hier genau das gleiche. Wir ziehen nicht Läufer D2. Läufer D2 wird auf Lichess fast immer gespielt, ist aber nicht gut, weil nach Dame E7 Schach, Dame E2, Läufer D2, König D2 und so weiter, Dame E2, König E2 viel zu viel getauscht wird. Das wollen wir ja nicht. Dann brauchen wir kein Gambit spielen. Natürlich, wenn es nicht anders geht, dann tauschen wir natürlich auch die Damen, ja. Aber wir haben hier nach Läufer B4 Schach einen besseren Zug und das ist König F1. Auch hier wieder dieses Motiv. Und diese Stellung ist schon sehr selten. Hier gibt es einige Züge, die in Frage kommen für Schwarz. Meistens wird rochiert, das ist die Standardreaktion. Ich will aber vielleicht noch auf einen anderen Zug hinweisen, um euch ein wichtiges Motiv zu zeigen. Läufer C5, wenn Schwarz hier den Bauern deckt, dann nehmen wir nicht mit dem Springer den Bauern, weil nach Springer D4 kurzer Rochade hat Schwarz eine sehr harmonische Aufstellung und dann ist der König auf F1 natürlich ein bisschen seltsam platziert. Hier spielen wir Dame E1 Schach. Dame E7. Läufer G5. Und ganz wichtig ist, dass die Dame auf E1 steht, weil nach dem Damentausch Dame E1, Turm E1 Schach. König F8 zum Beispiel. Läufer F6, GF6, Turm D1. Hat der Turm halt mit Schach genommen auf E1 und jetzt bekommen wir den Bauern auf D4 wieder. Und ein ganz wichtiges Motiv ist halt hier auch diese Zerstörung der Struktur. Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Es ist halt eine Spielstellung. Es wird halt Schach gespielt. Statt Läufer C5 gibt es ja auch noch D6 oder C5. Klar. Aber kurze Rochade zeige ich euch jetzt hier. Hier geht es weiter mit Rochade. Das ist Standardreaktion. Ein kleiner Hinweis noch, den ich im ersten Video nicht gegeben hatte. Ich habe natürlich viel, viel mehr Varianten analysiert, als ich hier auf dem Kanal zeige oder im Video immer zeige, weil das würde zu weit führen, wenn ich die alle zeigen würde. Aber ich lade die Dateien hoch auf Patreon. Dort unterstützen mich viele Leute und
Diejenigen, die mich dort unterstützen, bekommen zusätzlich zu den Videos, die nicht anders gestaltet sind, es sind die gleichen Videos, aber die bekommen noch zusätzlich die PGN-Dateien und können sich die runterladen. Also, falls ihr Interesse habt, was die PGN-Dateien betrifft und selbst zu faul seid, die einzugeben, und falls ihr noch ein bisschen mehr Informationen haben möchtet, schriftlich, dann könnt ihr mich dort unterstützen und bekommt halt auch die PGN-Dateien. Könnt ihr gerne mal einen Blick drauf werfen auf Patreon. Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, jetzt hier weiter. Dame schlägt D4. So, das ist hier eine sehr vielversprechende Stellung. Die würde ich immer spielen mit Weiß. Wir haben drei Figuren im Spiel. Gut, König steht hier nicht so doll auf F1, das gebe ich zu. Aber wir haben einen simplen Angriffsplan. Ne? Läufer G5, Läufer D3 und dann gucken, dass wir irgendwie angreifen am Königsflügel. Häufig kommt der Turm nach E1, weil der Läufer auf B4 bleibt nicht lange stehen. Der wird gleich angegriffen. Und man spielt natürlich mit Weiß auch immer H4. So, hier in dieser Partie hatte Schwarz Angst vor, was heißt Angst, aber fürchtete Läufer G5 hier und spielte H6 und verhindert Läufer G5. Man muss das nicht machen. Man kann auch Läufer G5 zulassen, zum Beispiel nach Turm E8, Läufer G5 und jetzt hier zurückziehen den Läufer, Läufer E7 und eine ganz logische Aufstellung hier und eine sehr logische Aufstellung ist hier H4, D6, Läufer D3. Der Läufer wird nach D3 umgruppiert, damit er H7 angreift. Läufer D7, Turm E1, H6. Das ist hier so eine ganz, ganz typische Konstellation. Weiß kann den Läufer hier immer stehen lassen. Es ist Selbstmord für Schwarz, wenn er hier nimmt oder wenn sie nimmt, weil dann die H-Linie geöffnet wird und der Angriff ist einfach viel zu stark. Es entsteht hier in so einer Konstellation häufig so ein seltsames dynamisches Gleichgewicht. Weiß kann den Läufer nicht wegziehen, Schwarz kann nicht schlagen. Man kennt das von anderen Eröffnungen. Und es ist gar nicht so leicht, hier den Druck zu verstärken. Man kann sowas wie B3, A4, C4 machen, irgendwie am Damenflügel die Bauern auch noch vorschieben. Aber Schwarz kann auch nicht so wahnsinnig viel machen. Kann da. Das ist eine ganz schwierige Stellung, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde angenehmer für Weiß, weil Schwarz natürlich angegriffen wird am Königsflügel und dieser Reflex zu schlagen auf G5 immer im Prinzip zur Niederlage führt oder viel zu schwierig zu verteidigen ist danach. Okay, gehen wir mal zurück. Um all das zu vermeiden, spielte Schwarz in dieser Partie H6. Hierbei entsteht jetzt aber eine Angriffsmarke auf H6. Und jetzt geht es weiter mit Läufer D3. Ganz konkret Läufer D3 jetzt, greift den Läufer auf B4 an. Und hier hat Schwarz schon konkrete Probleme. Wenn der Läufer jetzt zurückgeht nach E7, man könnte meinen, das wäre eine verbesserte Version von dem, was ich gerade gezeigt habe, weil jetzt kann der Läufer ja nach G5 nicht. Dann würde er geschlagen werden. Aber hier geht Läufer schlicht H6, ganz überraschend. G schlicht H6 und Dame H4 und der Angriff ist hier riesig. Wir werden sehen, das ist eine ähnliche Konstellation, ähnliches Motiv wie in der Partie. Ich habe das jetzt hier nicht noch weiter analysiert, aber die Engine zeigt schon, ui, das ist hier schon ein richtig heftiger Angriff, ne? Und ich habe es aufgezeichnet, mit welchen Ideen. Und hier steht der Läufer natürlich auch richtig. Gehen wir mal zurück. In der Partie geschah Dame E7. Der Zug sieht super logisch aus, deckt den Läufer und der Läufer soll nach C5 mit Tempo. Und jetzt kommt hier der Hammer. Und die Analyse, ich meine, dieses Opfer geht zurück. Ich hatte es schon in meinem ersten Teil zum Belgrader Gambit gesagt, erwähnt, auf eine Analyse von IM Christian Braun im Chessbase Magazin 201. Und ich glaube, bis dahin wurde das auch noch nie gespielt, wenn ich richtig informiert bin. Und hier, Carmen hatte wahrscheinlich die Analyse gesehen und hat das gespielt jetzt und spielte Läufer schlicht H6. Was für ein Zug. Wenn man das vorher noch nie gesehen hat oder analysiert hat, ich bin mir nicht sicher, ob man am Brett auf diesen Zug kommen würde. Aber er funktioniert. G schlicht H6. Und jetzt hier G4. Und ein ganz wichtiges Motiv, was ihr verstehen müsst, ist auch, diese Angriffsmarke auf H6 hat dazu geführt, dass dieses Opfer überhaupt nur möglich ist. Gefolgt von G4, G5. Das kennt man aus verschiedenen Eröffnungen. Stichwort Angriffsmarke. G schlicht H6, G4. So, Weiß möchte die G-Linie öffnen, Turm auf die G-Linie, G5, G-Linie öffnen, Angriff hier, ne?
spielt sich so ein bisschen von alleine auch, die weiße Stellung jetzt. Hier gibt es haarsträubende Varianten, die mit Läufer C5 beginnen. Ich werde die jetzt im Video nicht zeigen. Es geht hier weiter mit Dame E4, gebe ich euch nur einen Tipp. Springer D5, Dame H6 und so weiter. Das habe ich hier sehr weit analysiert. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch selbst eingeben und auf Leeches oder sonst wo und mit der Engine analysieren. Ne? Es steht ja jedem frei. Aber es führt teilweise zu weit, wenn ich das alles im Video zeige. So sehr, sehr tief. Hanna-Marie spielte hier C5. Greift die Dame an. Der Zug ist okay. Sperrt aber so ein bisschen den Läufer aus. Dame F4. Greift H6 an. Und jetzt hätte Schwarz hier unbedingt D6 spielen müssen. Hat sie aber nicht. Hier geht es weiter mit Dame Schlichter 6. Springer E4. Wichtiges Motiv Springer E4 mit der Idee Dame F6. Und hier geht es weiter zu... Jetzt geht die Dame zurück hier. Dame F4. Turm E8. A3. Läufer A5. B4. CB4. Turm E1. Wir wollen den Turm nach E1 kriegen. Deswegen A3, B4. Der Läufer ist ausgesperrt. Und wir kriegen die Figur zurück mit einer spannenden Stellung. Ist ungefähr ausgeglichen. Aber niemand hatte auch versprochen, dass das Belgrader Gambit so eine Waffe ist, mit der man forciert gewinnt. Ist halt eine interessante Waffe. In dieser Partie allerdings spielte Schwarz nicht D6, sondern C4. So eine Art Besänftigungsopfer, aber Weiß nimmt den Bauer nicht raus, sondern spielt Läufer L5. Und jetzt ein Fehler und die Stellung ist verloren. Weiß steht hier komplett auf Gewinn. Es geht hier weiter mit Springer Schlicht D5, Dame Schlichter 6, logisch. Es droht matt. F6 natürlich. Und hier Turm D1. Greift den Springer an. Springer C7. Turm G1. Weiß möchte die G-Linie öffnen. Dame G7, sehr logisch. Schwarz würde gerne die Damen tauschen. Wir können tatsächlich die Damen gar nicht zurückziehen. Hier können wir schon, aber dann verlieren wir unseren Vorteil mit Weiß. Und interessanterweise kann man hier G5 spielen. Das hat Carmen ja auch alles gespielt. G5 ist der beste Zug. Dame Schlichter 6, G Schlicht H6, öffnet sich die G-Linie. Weiß hat eine Figur weniger, aber steht forciert auf Gewinn hier. König H8. Ihr seht schon den Balken, ne? Rechts. Weiß hat Riesenvorteil. Plus 5. Jetzt kann ich euch hier mal eine Aufgabe geben. Wie gewinnt hier Weiß? Wir waren natürlich schon beim 20. Zug und in einer praktischen Partie ist es natürlich auch für niemanden einfach, immer die Gewinne, immer die besten Züge zu finden. Logisch. Es gewinnt hier Turm G7. Das hat Weiß nicht gesehen, nicht gefunden. Die Idee ist relativ simpel. Springer H4, Springer G6, matt. Ja, wie kann es hier weitergehen? Es gibt auch dieses Turm A7 hier. Ne? Also Turm G8 geht nicht wegen Turm A7 matt. Springer E8 muss man berechnen. Das ist so der logische Zug. Turm A7, König G8 und hier Turm D4 mit der Idee Turm G4, Feierabend. Da gibt es nichts. Also so wahnsinnig schwierig fand ich die Variante jetzt auch nicht so, muss ich gestehen. Es gibt ja keine Verteidigung, ne? Ja, Turm F7 kann man vielleicht noch machen, Turm G4, König F8, aber läuft hier nicht einfach der Bauer durch? Turmschach und jetzt H7 hier, oder? Ja, hier läuft einfach der Bauer durch zur Dame, zum Beispiel. Ja, Weiß spielte stattdessen Springer H4 mit der Idee Springer G6. Das gewinnt auch noch, aber schwieriger. Turm G8. Und hier gewinnt Weiß mit dem nicht mehr so einfachen Zug König E2. Die Türme verbinden auf der Grundreihe, damit Schwarz nicht so ohne weiteres die Türme tauschen kann. Dann kommt Turm G1 und der nächste weiße Turm. Stattdessen folgte Springer G6 Schach, aber hier opfert Schwarz gerne die Qualität. Turm G6, Turm G6. D5, Turm F6, Läufer F5, Turm F5 und hier breche ich jetzt mal ab. Diese Stellung ist vielleicht noch ein bisschen besser für Weiß. Zwei aktive Türme plus ein, zwei Bauern, wobei der H-Bauer auf H6 ist schwach, gegen zwei Leichtfiguren. Die Partie endete nach vielen Irrungen und Wirrungen, Remis nach 52 Zügen. Wer die Partie nachspielen will, nicht direkt einen Kommentar schreiben, warum ich die Partie nicht bis zum Ende zeige. Ihr könnt die Partie selbst nachspielen bis zum Ende. Ich habe einen Nachspiel-Link in der Videobeschreibung. Habe ich im Prinzip immer, wenn ich die Partie irgendwo online finde, packe ich immer einen Nachspiel-Link in die Videobeschreibung rein. Für die, die das immer noch nicht wissen nach 2 Jahren, da findet ihr immer einen Nachspiel-Link. So,
könnt ihr gerne nachspielen. So, summa summarum, diese Variante hier mit Springer B4 gilt theoretisch als gut für Schwarz, ist aber sehr schwierig, wie ich finde. Sehr forcierte Varianten. Und ich würde es mit Schwarz nicht so spielen, muss ich gestehen. Man muss sich zu viel merken dafür, dass dieses Belgrader Gambit selten gespielt wird. Und auf Leeches wird es auch selten gespielt. Und hier empfehlen wir Läufer C4 und dann halt kurz Rochade. Und ihr habt gesehen, dieser Angriffsplan, ne? Und wie gesagt, wenn ihr an der PGN interessiert seid, die viel weiter geht als das, was ich jetzt hier gezeigt habe, ist auch schon wieder 15 Minuten das Video, gerne auf Patreon, könnt ihr mich unterstützen. Ihr könnt das Ganze aber auch ein bisschen selbst analysieren. Alles klar, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es warten noch zwei Teile in den nächsten Tagen zum Belgrader Gambit. Gibt noch einiges zu erkunden, zu analysieren. Bleibt dran. Stärker, viel stärker diese Waffe, als ich gedacht hatte, ehrlich gesagt. Und ja, checkt auch meine anderen Kanäle aus, der Big Rig Highlights, Big Rig Shorts, würde mich freuen, macht's gut. Bis denne!